Jetzt traben wir mal an und wir wollen nachher ein paar Lektionen auch in der Versammlung machen, sodass wir da von der Essen ein bisschen in die Versammlung zum Grand Prix gehen. Aber hier haben wir jetzt das Phänomen, dass er, wenn das die Kandare so ein bisschen stark angenommen wird, auch das Pferd ein bisschen das Maul aufmacht. Vorsicht! Offene Mäuler sind ein Zeichen dafür, dass im Moment das Pferd das Gebiss nicht annimmt, nicht reell durchs Genick gearbeitet ist, sondern immer so ein bisschen gegen die Hand geht. Da muss man aufpassen, dass man das über die Losgelassenheit in den Griff bekommt. Dass die Pferde nicht mehr nach vorne gehen, als ich als Reiter mit der Hand geben kann. So. Gut. Jawohl, tadellos, dann Handwechsel. Ja. Gut. So. Wenn zum Beispiel ein Pferd dann, wenn wir merken, also das Pferd ist ein bisschen stur im Maul, es kaut nicht, das heißt, der Speichel, der da im Maul ist, der sabbert sich raus, aber das Pferd bewegt einfach nicht den Kiefer. Da muss man ein klein wenig zurückgehen, um eine Dehnung des Pferdes zu bekommen. Wenn Sie mal mit Linda Telling Jones zusammengearbeitet haben und Sie haben ein verspanntes Pferd und die soll das Pferd mal locker machen, dann arbeitet sie so lange, bis das Pferd anfängt zu kauen. Den Hals runternimmt und fängt an zu kauen. Das ist vom Prinzip nichts anderes, was wir in der Reiterei machen, damit die Pferde dann auch tatsächlich in ihren Kaumechanismus in Anspruch nehmen und mal loslassen wieder. So, dann die Ausbildungskala auch bei einem Pferd, das älter ist, immer ganz kurz durchgehen. Haben wir da, ist vertrauensvoll hier an dieser Umgebung, ist taktmäßig, ein Tritt wie den anderen, ist losgelassen, die Anlehnung stimmig, gut gerade gerichtet, sehen Sie noch besser als ich. Ich sehe das nur von der Seite. Handwechsel nochmal, so ist gut. Ja, man muss ein Pferd immer so in einen bestimmten Rhythmus hineinarbeiten, um dann mit der Versammlung zu beginnen, indem man Schulter hereinarbeitet. Wir sparen uns einfach diese Schenkelweiche mal, gehen dann einfach mal das Schulter herein. Jawohl, auch hier immer wieder auf den Takt zu achten, nochmal, und von oben dann mal eine Traversale nach links, weich, weiterreiten, nicht aufhören zu reiten. Gut, gerade richten, in die Wendung zu der Traversale, locker, halbe Viertelparade, so ist das gut. Nochmal, 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 nicht oben verdrehen, sitzen bleiben und die Vorhand vorführen. Nicht so stark den äußeren Schenkel einsetzen. Locker, nur sitzen, das Pferd weiß Bescheid. Meistens sind Pferde, ja, ist immer noch zu viel Hinterhand, weil nämlich das Pferd nicht in Richtung Schwerpunkt tritt, sondern am Schwerpunkt vorbei und dadurch nicht die Last aufnimmt. So, und in der Traversale, in den Seitengängen, nochmal Schulter herein, rechts, da soll das Pferd den gleichen Rhythmus, den gleichen Takt beibehalten. Und es gab also da schon mal Reiterinnen, die haben ihre Pferde, eben weil sie es nicht anders konnten, die Pferde, in einem Mitteltrab und passageähnlichen Tritten rübergeritten. Das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen eingebürgert, ist aber nicht das, was wir eigentlich in den Bestimmungen stehen haben. So, und dann machen wir gleich nochmal, mal ein bisschen zulegen, damit wir so ein bisschen nach vorne reiten, immer so. Gut, jetzt, jawohl, und jetzt leicht aufnehmen, dann machen wir die Traversale nochmal mit der Vorhand vor. Nicht so viel an den Traversalen denken, nur die Vorhand, reit mal nach links, so, besser. Du musst sitzen bleiben, sonst fällst du mir gleich nach links runter. So, sehr gut, lob mal dein Pferd. Ganz genau, und dann auf den Zirkel geritten, einmal rauskauen lassen, so haben wir also die Grundlektion der Seitengänge hinter uns. Schulter rein, Traversalen, wobei hier wir feststellen können, dass die Ausbildungskala richtig gut durchgearbeitet ist. Loslassen, nochmal loslassen, lass mal weg die Hände, weg. Warum machen wir das immer, dass wir uns festhalten? Wir wollen uns doch nicht festhalten am Zügel. Lass ihn mal los, lass ihn doch mal los. So,
brauchst ihn ja nicht, die Trense runterzunehmen, aber lass ihn mal los. So, lob ihn mal, gut. So, und da mal durchparieren zum Schritt. Das ist eminent wichtig. Wenn Sie eine Reitstunde haben, setzen Sie sich nicht aufs Pferd und traben los, sondern grundsätzlich 10 Minuten Schritt, 5 Minuten locker wegtraben, sodass Sie wenigstens 10 bis 20 Minuten ein Pferd einfach mal ein bisschen sich bewegen lassen, um alles so ein bisschen in Gang zu bringen. Das hat seinen Grund, nicht nur, dass die Muskulatur sich erwärmen muss, sondern die Gelenke sollen sich mit Gelenkwasser füllen. Da ist die Knorpelsubstanz, die sich immer vollsaugt, wenn die Gelenke auseinandergehen, aber komprimiert, wenn die Gelenke zusammengehen. Und das muss gewährleistet sein, sonst kriegt man Knochenschäden. So, jetzt machen wir ein bisschen Galopparbeit und danach geht man dann mehr in die Versammlung. Versammelter Schritt, ruhig, versammelter Schritt, langsam, ruhig. So. So, Parade und dann das Galoppieren. Das Galoppieren dann anfangen auf der Hand, wo die Pferde es ziemlich leicht haben. Bei einem Pferd ist auf der linken Hand der Beginn besser als auf der anderen oder auch umgekehrt. So, auch hier wieder die Beurteilung des Galopps. So, und auch wenn ein Pferd sich etwas festhält, ist immer das Lösungsmittel etwas nach vorne galoppieren. So, aber nicht dieses immer Ausbremsen mit der Hand, immer das Pferd erstmal alleine lassen, damit man weiß, was benötigt dann mein Pferd. So ist das gut. Jetzt nimmt man das ein bisschen auf und in der Galoppade haben wir ja natürlich die Möglichkeit, den Handwechsel auch erstmal wieder über eine Traversale zu machen und damit den fliegenden Wechsel immer Step für Step. Niemals übereilen, so viel Zeit muss bleiben. So, einstellen, Parade, so ein bisschen nach rechts stellen, wenn er auch rechts ein bisschen fest ist, vorsichtig. So, weich mitgehen mit der Hand, weiterreiten, nach vorne. So, ist gut. So, machst du den Wechsel gleich mal. Gut. Und da legst du mal einmal zu, ein bisschen vorwärts, so ist gut. Hier haben wir natürlich mit einem wunderbaren Temperament zu tun. Dieses Pferd will arbeiten. So ist ja gut, wieder ruhig, ruhig, versammle erstmal, wiederhol, das Pferd war wieder zu dir, Parade. Man muss auch schon mal eine Parade konsequent geben, damit ein Pferd bei einem bleibt. Aber es muss so enden mit dieser Parade, dass sie leicht in der Einwirkung ist. So genau das, ganz genau dieses. So, dann machen wir gleich nochmal die Traversale nach links. Von oben, gut, halbe Parade, schön sitzen, so groß sitzen und nicht in das Pferd hineinschauen, sondern immer wieder mal so durch die Gegend gucken. So vorsichtig, so Vorhand vor, da wird jetzt gucken, wenn Menschen sich bewegen, so vorsichtig nach vorne und da weich die Hilfe geben. So, ruhig, gut. So, jetzt gehen wir jetzt noch ein bisschen in Versammlung. Sie hat vorher erzählt, dass er so ein bisschen flüchtig wird in den Wechseln, was wir auch gesehen haben. Dann versucht man das Pferd erstmal zu sich zu holen und Pirouettenarbeit ein wenig vorzuziehen. Langsam, ruhig, wieder zurück, langsam, langsam, zurück. Parade, leichte Hand, tiefer stellen und die leichte Hand also wirklich annehmen, vorsichtig. So, so, gut, gut, ja, warte ab und nach vorne. So ist gut. So, und jetzt mal Schritt. Jetzt haben wir gesehen, dass sich das Pferd bei dieser großen Versammlung, dass sich das Pferd bei der großen Versammlung rausgehoben hat. Hast du gemerkt? Also, du nimmst ihm dann dabei natürlich den Rücken und es kann nicht so zufrieden weiter galoppieren. Beim nächsten Mal stellst du ihn ein bisschen tiefer ein. Ja, stell ihn in der Haltung etwas tiefer ein und nimm mal die Gerte außen. Und dann touchierst du im Vorfeld einmal mal das Hinterbein, etwas die Gerte anlegen. Einmal, nur dass er weiß, da ist was, komm mal, die Gerte, so, nicht mehr. So, jetzt träumst du dein Pferd bei, versammelt einen Schritt. Deswegen reitet man immer, wenn man eine neue Lektion macht, versammelt einen Schritt und fordert es auf in die Versammlung. So, weiter. Runter einstellen, tiefer einstellen. Locker, so, genau. Da unten belassen, wenn angaloppieren und Schritttempo weiter galoppieren.
Ganz ruhig, langsam, langsam, langsam. Nicht nach vorne diesen Schwung nehmen. Das Pferd muss das ja umsetzen, nicht? Deswegen soll er sich beruhigen, soll nicht so viel aus der Hinterhand arbeiten, er soll wohl drunter sitzen und tragen. Langsam zurücknehmen, jetzt mal zurücknehmen, spiel ihn zurück. Kannst du auch nicht stricken? Kannst du stricken? Stricken! Junge, 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 so, so, langsam, zurück, 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 so langsam, ganz ruhig, so gleichmäßig arbeiten, leichte Hand, so, wieder zurück und rund, rund, rund und leichte Hand, so, gut, und weg, nach vorne hin, so, gut, so, okay, jetzt mal die Diagonale, mal fliegende Wechsel, so, langsam, ruhig, so, ruhiger, 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 ruhiger. Du bist zu schnell. Bist du ein schnelles Mädchen heute. Langsam, 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 ruhig, nicht? Parade. Ist er rechts fest? Hä? Bisschen. Ist er rechts fester als links? Das kann man auch sehen, weil sich das nicht, Pferd nicht willig in der Ganasche hat biegen lassen. So, langsam. Ruhiger, das muss alles ruhiger werden. Zurück, so, jetzt leichte Hand, so, genau, ganz genau, so, das ist spitze, das ist gut. Und nicht zu lange, nicht zu lange. Das Wenden erst, wenn das Pferd wirklich bei einem ist. Ja, wieder zurück, so langsam, runterhalten etwas, der Hals darf nicht zu hoch kommen, sonst kann das Pferd sich nicht tragen. So, ruhig, so. Und dann, wenn man in der Arbeit ist, zu Hause, so, nochmal Schritt, dann kannst du mal riskieren, so viel wie möglich auf der Stelle zu reiten. Du versuchst das einfach mal. Man muss auch mal was machen, was nicht im Buch steht, nicht? Man muss auch zwischen den Zeilen lesen können. Ruhig zurücknehmen, auch wenn er stehen bleibt, jetzt bei der Pirouette. Aber nicht anfangen zu strafen, weil man das ja selbst herbeigeführt hat. Galoppierender Mann, machen wir mal einfach. Und wartest du ab, wie lange er dann so galoppieren lässt. Nochmal angaloppieren, langsam. Parade, leichte Hand. Zurücknehmen, angaloppieren. So, langsam, langsam, langsam. Und jetzt nimmst du das Tempo mal zurück. So, nochmal, nicht stören. So, Schenkel bleibt ruhig liegen. Langsam, zurücknehmen jetzt, wieder zurück, zurück. Erstmal auf der Stelle galoppieren wollen. Zurück. So, so, vorsichtig, nicht klemmen, leichter an Spiel. Spiel, ich sag mal spielen, ich sag nicht stricken, sonst verstehst du das nicht. So, genau, okay, gut, 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 jawohl, gut, ja. Sehr gut, das machst du gut. Jetzt könnte er noch so ein bisschen runder bleiben in der Haltung. Langsam, langsam reiten, tiefer stellen, es geht, dient also nur die Arbeit, so, Spiel, so, stell dich mal dabei nach außen, so vorsichtig nach außen, so. Merkst du, dass die Galoppade ruhiger wird? So, genau, loslassen, loslassen, weg die Hände, Hände weg, ganz weg, so, genau, super gemacht. Und dann durchparieren zum Schritt, aber vorsichtig. Warum nach außen stellen? Alle Reiter reiten immer so viel gestellt. Heißt ja auch, du musst immer das Pferd so viel stellen, wie Auge und Nüstern nach innen zu schimmern sehen. Aber ich muss mein Pferd gerade haben. Und ein Pferd, das nicht gerade gerichtet ist, ist unsicher, wenn wir ihm die Balance nehmen. Deswegen auch mal in der Galoppade das Pferd in Konterstellung reiten. Nach außen stellen, das ist sehr, sehr wichtig. Und aber nicht jetzt eine Zeit lang, sondern für ein, zwei Galoppsprünge. So, jetzt lassen wir den mal kurz. Haben Sie dazu eine Frage? Keiner. Hast du gemerkt? Die sind alle zufrieden mit dir. So, jetzt gehen wir dann mal in die Versammlung. Wir wollen mal so ein bisschen in die Passage gehen. Eigentlich ist er prädestiniert für sowas. Und du machst das erstmal so, wie du das zu Hause machst. Auch hier ist das wieder gefragt, dass man das wieder vorbereitet. Durch eine vorbereitende Parade, halbe Parade oder so. Erst muss man wieder das Pferd in der diagonalen Fußfolge sicher haben. So, ruhig. Und dann versuchst du vorsichtig zurück. Du musst dich wohlfühlen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, kann man keine Lektion erarbeiten. So. So, stell dein Pferd mal so ein bisschen runter. So, langsam, langsam, langsam. Der kann keine Passage gehen, wenn das Tempo zu frei ist, nicht? So,
Noch ein bisschen, hab mal Mut, sei doch mal Mut, auch wenn er stehen bleibt, sei mutig, nimm ihn mal zurück, nimm zurück, so, so, ja, jetzt hast du wenigstens mal einen Tritt. Man muss doch schon mal mit einem Tritt zufrieden sein. Gut, jawohl, Handwechsel. So locker, die Hände vor, sonst ist man versucht, zu viel zu halten. Nein, man muss immer bestrebt sein, immer wieder mehr die Hand vorzugeben, dein Pferd immer mehr in Selbsthaltung zu arbeiten. So, jetzt nimmst du ihn mal wieder zurück. So, 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 komm, so zurück, zurück die Gerte, komm, so. Komm, komm, jawohl, da, lass ihn gehen, komm, komm, zack, vorwärts, komm, so. Da musst du auch manchmal energisch sein, wenn er deine Hilfe nicht annimmt. Komm, weiter, komm, Trab, denk an Trab, aber nicht traben, sondern Passage. Komm, Gerte auf die Kuppe, so, genau, jawohl, und genug, nicht, so. Hast du gesehen, drei Tritte, ist schon mal ein Fortschritt zu einem Tritt vorhin. Handwechsel. Handwechsel, langsam, 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 langsam. Der will immer mehr, als du willst. So, loslassen wieder. Genau, ganz ruhig weiter. So, jetzt nimmst du ihn wieder zurück. Das Tempo musst du wirklich zurücknehmen, damit er auch eine diagonale Fußfolge aushalten kann. So, 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 rund machen. So, komm, Gerte, auf die Kuppe. So, komm, komm, stopp, mit, so, 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 weiter, 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 weiter. So, genau. Also ein bisschen hat er schon begriffen. Jetzt machst du das gleich nochmal. So ein bisschen zurück. So, genau. Okay. So, okay, gut. Langsam, so in der Diagonalen bleiben. So, genau. Da hast du. Hast du gesehen? So, und das musst du schnell spüren. Das Vorwärts war jetzt gut. Nochmal Handwechsel. Du machst das mal auf der Diagonalen. Auch mal so. Gut. Nimm ihn zurück. Nimm ihn so zurück. Komm, zack, nach vorne, komm, komm, vorwärts, komm, energisch. Da muss man auch mal energisch zufassen. So, wieder Ruhe ruhig reinbringen. Er ist ja sensibel, wir können dann gleich mal einen anderen Weg einschlagen. Jetzt so, so, gut, 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 im Vorwärts halten, gut so. Hast gemerkt, da ist er. Ja, und das muss man verfeinern. Im Laufe der Zeit hat man dann... Das haben Sie gesehen, dass das, anfangs hat er dann einen Tritt mal in einem Aushaltemoment gemacht. Und hier muss man natürlich unterscheiden zwischen einem Schwebetrab, Schwebetritt oder Passage. Bei der Passage schnellen die oder federn die Pferde diagonal ab. In der Schwebephase schweben die Pferde dann in einem großen Takt, aber sie fußen nicht exakt ab. Das ist der Unterschied. Das Abfedern in die Passage ist wie praktisch so eine Sprungfeder. Ja? Sie müssen dann vielleicht so, was er gemacht hat. Sie drücken sich praktisch mit der Diagonale immer etwas nach oben, um dann eine kleine freie Schwebe zu haben. Kleine. Und im Schwebetrab, da schweben die dann durch die Gegend, aber ist sehr belastend für den Pferdekörper. Da müssen wir sehr aufpassen. Deswegen ist eine klassische Passage nicht Pferde verbrauchend, sondern es ist fördernd, weil man dort die Muskulatur und die Schulterfreiheit eines Pferdes dann fördert. So, jetzt machen wir eine Piaffe. Auch hier gilt wieder das Prinzip, dass das Pferd aus sich heraus arbeiten muss. Ich habe mal mit den Russen früher, da waren ja die Kalita, Ivanov, wie sie alle hießen, die ja da zusammengesetzt, solange die Funktionäre nicht dabei waren, haben die auch erzählt. Wie machst du das mit der Piaffe? Warum piaffieren die? Wie die Verrückten, die Pferde? Das ist ganz einfach, hat er gesagt. Die reiten mit denen aus und dann kriegen die mal einen Tag nichts zu fressen und dann wollen die nach Hause, wollen Futter fressen. Und dann sind die ganz nervös und piaffieren. So machen wir. Einfache Geschichte. Einfache Geschichte. Aber wenn man das erlebt hat, dann haben die vierjährigen Pferde, die dann ja damals verkauft worden sind, auch in den Westen, die piaffierten alle wie die Verrückten. Wie die das gemacht haben, haben die nicht richtig verraten. So, das versuchen wir jetzt. Versuchen wir mal, was du kannst. Davon muss man immer ausgehen. Ich weiß ja nicht, wie der sich verhält. Was? Werden wir sehen, das ist ja...
Wie will sie? Das ist immer das Sprichwort. Das ist gut. So, mach mal einfach was. Mach irgendetwas, aber mach was. Gut. Ja. So, was haben wir? Wir haben jetzt diagonale Tritte gesehen. Ja, mach nochmal. Haben wir jetzt gesehen, nicht? 1, 2. Das ist sehr, sehr spannend, Pferde zum Piaffieren zu bringen. Das ist unglaublich. Also die meisten, so, das war auch schon nicht so schlecht. So, nochmal. Nochmal. Jetzt schauen Sie sich einfach mal die diagonale Fußfolge an. Der Fuß immer mit dem Vorderbein etwas eher auf als das Hinterbein. Haben Sie das gesehen? Jetzt tritt was ganz Gefährliches ein beim Aus- oder Erlernen einer Piaffe. Dass die Pferde dann zwar diagonal gehen, aber tragen sich nicht. Viele Ausbilder versuchen, ihre Pferde von unten zu arbeiten, indem sie immer mit dem Stöckchen hinten klopfen. Hinten auf die Hinterhandgruppe, Hinterbein touchieren und die Pferde sind wie verrückt hinten. Setzen sich scheinbar, aber belasten die Vorhand. Erkennbar der guten Piaffe ist immer der Übergang. Der Übergang von der Piaffe in die Passage oder zurück. Wenn der nicht nahtlos geschieht, dann ist die Piaffe nicht klassisch eingeübt worden. Jetzt kann ja einer sagen, du spinnst, aber es ist einfach so. Ich behaupte das mal, weil ich das immer wieder probiert habe und ich übe zuerst mit den Pferden die Übergänge aus dieser Trab, diagonal, zurück, damit sie weitermachen. Aber die Energie, die ich dafür brauche, muss das Pferd bringen. Die kann ich dem Pferd beibringen über die Ausbildung. So, reiten wir weiter Schritt. Wir versuchen jetzt mal was, um ein bisschen mehr Energie zu bekommen. Lässt ihn ein bisschen länger und dann touchierst du den mal einfach mit der Gerte und buff ihn mal an. So, gut, mach nochmal. Mach nochmal. So, der weiß noch nicht, was du willst. Mach nochmal. Zack, so. So, jetzt lang, Zügel lang. Lang. So, jetzt touch ihn mal an mit der Gerte. Zack, zack. So, so, und jetzt zurück. Nein, das ist gut, das ist gut. Langsam. Ja, sehr gut. Ich will eine Reaktion vom Pferd. Ich will von Seiten des Pferdes eine Reaktion auf mein Tun bekommen. Und wenn ich dann da oben sitze und will die Hilfe geben, und nochmal, das geht nicht. Hand wechseln. So. Lass mal Zügel lang und dann touch ihn nochmal. Zack. Komm. So. So, zurück. Schritt, Schritt, Schritt. Nochmal. Zack. So. Nochmal ein bisschen mehr. So. Gut. So. Jetzt nimmst du zurück und piaffierst mal. Zurück. So, zurück, zurück. Piaffe. Komm, zurück. Nimm ihn zurück. Nimm ihn zurück. So. Jawohl. Hast du gemerkt, ich kann das. So. Gut. Jawohl. Die Ansatzweise. Das kann man nur ansatzweise. Nicht mehr, nicht mehr. Das Pferd muss das verstehen, was du willst. Wenn du etwas vermittelst, muss das über deine Hilfe gehen, das heißt über deine Sprache. In den meisten Fällen hören die Pferde nicht auf die Reiter. Die horchen nicht, was der Reiter sagt. Da muss ich schon mal sagen, hallo, komm, du musst das mal ein wenig mehr verspüren. So, lang lassen wieder, nochmal. Ist egal, welche Hand. So, nein, 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 noch nicht, noch nicht. Du musst den richtigen Moment abwarten. So, so. Jetzt gerade richten, Hand vor, ganz alleine lassen und dann zack, komm. Haben Sie was gemerkt? Wenn Sie die Zügel aufnimmt und macht das, dann bewegt sich was in dem Pferd. Aber wenn Sie die Zügel ganz lang hat, dann wird ein Pferd niemals irgendwie durchgehen wollen oder sonst was. Es reagiert, und da kann ich erfahren, ob das Pferd reagiert. Schritt, langer Zügel, so und nochmal, zack. Ja, mehr, der meint immer, das sind Fliegen. So, so, nochmal jetzt, komm. So, jawohl. Okay, so ist gut. Ja, jetzt bist du, da bist du, richtig, nochmal. So, komm, so, jetzt nimmst du die Zügel auf. So, und schnallst ein bisschen, so, komm, und trab an. So, komm, komm, mach nochmal. So, gut, 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 jetzt gehst du in die Passage, etwas vorwärts. So, etwas, komm, vorwärts, so, komm, lass los vorne. So, komm. So, so, Passage, Passage. So, so, komm, weiter, 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 weiter im Vorwärtshalten. So, genau.
Ja, weiter, weiter, weiter. So, das ist gut. Weiter, lass los vorne. Nicht festhalten, nicht festhalten. So, genau, wieder zurück. Da muss man sich mal wundern, was so ein Pferd dann in der Vorhand entwickelt. So ist gut. Jetzt nimmst du ihn einfach zurück, lässt ihn auf der Stelle rumtrapsen. So, zurück und die geht etwas ran. So, so. Und sofort wieder weg. Und weg, weg, weg. Das war zu viel, hast du gemerkt? So, das war ein bisschen zu viel gehalten vorne. Weiter vorwärts reiten. Ist egal wie und was. Loslassen und reite vorwärts. Und wenn du, so, genau. Und jetzt nimmst du dich groß, so, und sofort wieder raus. So, genau. Und wieder zurück. So, und wieder zurück. So, locker und loslassen. Und vorwärts und wieder. Sobald du merkst, dass das Pferd die Anlehnung einfach nicht mehr annimmt, reitest du sofort wieder mit Schenkel und Kreuz an die Hand. So, locker, wieder so, zurück. Und loslassen. Und weg. Und weg. Da hast du Passage. So, hast du gemerkt? Nicht schlecht. So, durch die Bahn wechseln, mal einmal zulegen. So. Okay. So, der hat ja doch ganz andere Bewegungen. Aber warum? Man muss sich immer fragen, wieso geht das? Das Pferd entwickelt einfach ein anderes System zu gehen. Nochmal wieder zurück. So, genau, wieder Passage. So, locker die Hand, weich. Zurück, zurück, zurück. So, jawohl. Gut so, das wird schon, das ist schon nicht so schlecht. So, jetzt wieder zurück, so, gut, so, runter machen etwas, etwas runter, so ist gut, lass los vorne. Und dann wieder zurück und dann Passage, so Passage, so zurk, zurück, das Tempo, zurück, das Tempo, so, so und das Gleichmaß, genau, das ist schon mal gut. Und dann lässt du zurückzukommen und Schritt gehen, langsam, so, gut.